Ja, hallo aus Austin in Texas. Wir sitzen in einem nagelneuen X6M am Steuer. Der amtierende Champion der deutschen Tourenwagenmeisterschaft, der Marco Wittmann aus Fürth in Mittelfranken. Und der Marco wird uns jetzt mal ein bisschen was mit diesem Auto zeigen, das immerhin mit 575 PS ausgestattet ist mit einem V8 Biturbo. Und wir werden sehen, dass dieser X6M sich praktisch fahren lässt wie ein M5 oder M6, hast du gestern gesagt, Marco, gell? Ja, genau, definitiv. Also du hast dir die Kerndaten schon vorweggenommen. Das Auto ist wirklich rennstreckentauglich. Als ich das erste Mal wirklich in dem X6M saß auf der Rennstrecke, ja, war ich wirklich erstaunt. Ich habe das nicht erwartet, wie präzise das Auto wirklich beim Einlenken ist. Auch wenn ich aufs Gaspedal drücke, was da wirklich für eine Power- und Leistung abrufbereit ist bei dem Auto. Ist schon erstaunlich. Ich habe das einfach nicht erwartet, dass ich mit einem SUV auf die Rennstrecke gehen kann und dass sich diese eigentlich fahren lässt wie ein M5 oder ein M6. Also da hat BMW zusammen mit der M GmbH wirklich das M-Blut, sage ich mal, in das Auto richtig gespritzt und das macht einfach Freude. Du steigst aus dem Auto aus mit einem Grinsen und dann natürlich bei so einer Rennstrecke hier in Austin, die wirklich klasse ist, macht natürlich umso mehr Spaß. Ich bin jetzt mit dir schon zwei Einführungsrunden gefahren. Jetzt musst du, glaube ich, eine ganz kurze Ansage machen, weil wir haben im Schlepptau zwei Kollegen. Genau, richtig. Ich habe im Schlepptau zwei Kollegen. Denen werde ich jetzt gleich eine Anweisung noch machen. So, jetzt auf der Gerade wird das Fahrzeug hinter mir einmal nach links ausscheren. Und dann werden wir einen Fahrzeugwechsel machen, sodass das andere Fahrzeug auch die Gelegenheit hat, hinter mir zu fahren. Genau, das ist eine der beiden Geraden. Die Rennstrecke heißt Circuit of the Americas, glaube ich. Genau, richtig. Und da fährt ja auch die Formel 1. Richtig, also die Rennstrecke hat es wirklich in sich. Ich sage mal, das ist eine Strecke, die, glaube ich, fast jeder Rennfahrer mag, weil du wirklich von allen Passagen etwas dabei hast. Du hast langsame Ecken, wie hier die Haarnadelkurve nach der langen Gerade. Aber du hast eben auch schnelle Kurven, wie am Anfang der Runde, wo du diesen Vierfach-Schikane hast. Und dann gibt es natürlich auch technisch anspruchsvolle Kurven, wie wir jetzt bei diesem Teil sehen, wo die Kurven dann wirklich zum Ende, zum Kurvenausgang zumachen, wo du dementsprechend deine Kurve wirklich am Eingang schon vorbereiten musst und einen späten Scheitelpunkt setzen musst. Und das ist was eigentlich jeder Rennfahrer mag, wenn du eine Vielfalt von verschiedenen Kurven hast, die Rennstrecke eben gerade deshalb anspruchsvoll machen. Ja. Weißt du, was da noch für Rennserien unterwegs sind? Also soviel ich weiß, ist MotoGP auch noch hier zu Gast. Okay. Und ich denke mal, dass dann auch eben nationale Rennserien hier fahren. Ansonsten neben der Formel 1 bin ich eigentlich überfragt. Ich glaube sonst nichts wirklich. Okay. So, jetzt geht es dann auf die Gerade. Mache ich nochmal eine kleine Ansage für unsere Kollegen. So, ihr könnt jetzt auf der Gerade in den M2-Modus schalten, am Lenkrad sozusagen zweimal den Knopf M2 drücken, dass der aktiviert ist. Damit sind wir im MDM-Modus, wodurch das Fahrzeug eine größere Querbeschleunigung zulässt. Einfach jetzt in der folgenden Runde mal rantasten, auch wenn das Auto mal quer steht, werdet ihr merken, dass das Auto später einregelt. Und ihr werdet auch feststellen, dass der Motorensound sich generell ändert, das Auto lauter wird. Einfach mal auf die einzelnen Punkte achten und sich herantasten. Ja, vielleicht erzählst du unseren Zuschauern ein bisschen was über diesen MDM-Modus, den es ja auch im M3, M4, M5, M6 gibt. Genau, der MDM-Modus ist im Endeffekt eine Stufe zwischen einer Traktionskontrolle, die angeschaltet ist, oder eben komplett ausgeschaltet ist. Das ist eine sportliche Variante, wo das System wesentlich später eingreift und einregelt im Querbeschleunigungsbereich. Das heißt, wenn du in den Drift bist oder wenn das Heck mal kommt, greift eben das System später ein, um dich zu unterstützen, damit du das Auto eben nicht verlierst. Das ist gerade so ein Modus, was du speziell eben auf der Rennstrecke verwenden kannst. Bedingungen, um dir eine kleine Stütze zu haben. Und gibt natürlich dann noch mal ein bisschen mehr Fahrfreude, wenn man auch mal ein bisschen quer fahren kann. Und das ist sogar möglich mit dem X-Drive. Selbst mit dem X6M kann man doch auch quer fahren.
Er hat natürlich auch eine entsprechende, ich sag jetzt mal, mehr heckbetonte Auslegung. Genau, richtig. Aber trotzdem ist es erstaunlich, wenn ich jetzt wirklich im nassen, im zweiten Gang aufs Gas drücke, was das Auto für eine Traktion hat und auch wirklich hoch beschleunigt jetzt auf der Gerade. Das ist schon extrem. Wir haben jetzt auf der Rennstrecke erreichen wir 220 auf einem kurzen Stück Gerade. Das ist schon erstaunlich für ein Auto, was ich sage mal mit uns beiden im Cockpit um die 2,4 Tonnen hat. Das ist natürlich schon enorm. Und ja, ich sag mal, wenn man sieht, dass das Auto von 0 auf 100 in 4,2 Sekunden beschleunigt, für einen letztendlich trotzdem noch SUV, glaube ich, kann man da nur grinsen. Ja, das ist halt erstaunlich. Wir wollen jetzt dann nicht über den Spritverbrauch reden, den das Auto dann in diesem Moment hat, aber das muss man dann einfach als Spaßfaktor mit abhaken. Genau, dafür sind wir auf der Rennstrecke auch. Genau. Langsam aber sicher wieder Richtung Start-Zielgerade. Genau, das sind jetzt hier die letzten zwei Kurven. Und dann sage ich sehr herzlichen Dank zum Marco. Und ich sage jetzt mal, wir wünschen ihm alles Gute, dass er den Titel verteidigt. Ja, danke. Was nicht sicherlich nicht einfach werden wird, aber die Herausforderung steht, Marco, oder? Das auf jeden Fall, klar. Ich meine, einfach ist es nie, die neue Saison beginnt. Man muss wieder alles geben, aber ja, nach dem guten Jahr 2014 gibt es für mich natürlich eigentlich nur das Ziel, die Titelverteidigung, und ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Wunderbar. Marco, viel Glück und vielen Dank. Danke.